Der ist heftig, oder? Der ist so heftig, der Ethan. Oh. Ey, der ist doch hier. Ja, klar. Nenn ihn mal ab heute Super Ethan. Oh, was ist das? Weiß ich noch nicht. Schlüssel? Ich komme hier wohl endlich raus. Alter, krass. Dreckiges Glasgefäß. Und was ist, wenn ich wieder, also okay, ins Schloss komme anscheinend denn doch nicht zurück. Oder vielleicht irgendwann mal. Ich, oder? Also, warum sollten wir auch? Also, nochmal. Ja, wir haben leider nicht alles nicht entdeckt. Also nicht komplett alles. Recht, ja. Nach Rose suchen. Was ist das denn hier? Zugbrücke? Wir haben anscheinend eine Brücke angefangen. Und da ist er noch. Die ist nur hoch. Ja. Da scheint es auch. Warte. Oh, jetzt kann ich einen Sniper drauf. Hier gibt es anscheinend eine Kurbel. Wo ich die anscheinend runterlassen könnte. Schieß doch mal drauf. Vielleicht irgendwie. Also auf die, auf diese kleine Kurbel da. Was du gesehen hast. Meinst du, dass ich jetzt hier dauer? Probier. Ah, schade. Ich meine, jetzt nur eine Vermutung, aber wir können ja auch. Da lang können wir ja noch. Hier können wir noch rein. Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns doch mal einen Blick hier ins Haus werfen. Vor allen Dingen, ich würde gerne noch den, oh ja, Safe Point, den Dolch noch finden. Ah, ich glaube, der hat seinen Dienst getan, ne? Der ist, glaube ich, verloren. Ja, oder so eine Kurbel für hier die, das wäre gut, ja. Gut. Haben wir noch was zum Lesen? Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Hier durch die Höhle, dann durch die Ruine runter ins Dorf. Aha. Ah. Der rote Schornstein, den kennen wir doch. Den roten Schornstein kennen wir, richtig. Ja, schade, jetzt kann ich das Ding guck mal, wie beschlagen ist. Das sieht richtig geil aus. Stimmt. Heftig. Ja, geil. Naja, dann würde ich mal sagen, ja, ist die nächste Aufgabe wahrscheinlich unser. Das Dorf wieder zu erreichen, ne? Genau. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier raus. Gespeichert hatten wir ja. Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir mal auf die Waffe. Ich bin gespannt. Nee, okay. Wechseln wir vielleicht nicht auf die Waffe. Fuck. Weggeschlagen die Kette. Okay, vielleicht geht's doch noch nicht zum Dorf. Mal gucken. Naja, es stand ja in dem Schreiben, ne? Wir müssen durch den Gang durch irgendwie, da war ja die Zeichnung. Und wir kommen beim Dorf raus. Also, stand es auf dem Zettel auf jeden Fall. Oh, was haben wir da? Ein Fisch. Kriegt man den Messer raus? Genau, wir können nämlich den Fisch essen. Okay. Auch ein geiles Gimmick, wie es in Teil 4 war. Fisch. Oh, hier wurde er gleich filetiert. Interessant wäre mal, ob der jetzt irgendwie schlecht wird. Komm her hier. Hol dir. Ich möchte es so machen. Hier war doch noch einer. Ein Karpfen, Junge. Hier war doch noch. Da. Ich sag doch, hier war noch einer. Ich wollte schon immer mal unter die Angler gehen. Ich esse übrigens keinen Fisch, aber. Huch! Den haben wir da erwischt. Erinnert mich so ein bisschen an eine coole Geschichte, die mir mal mein Cousin erzählt hat. Und zwar war Norwegen, seinen Bruder besuchen. Und sind sie halt mit einem Koch rausgefahren ins Fjord, irgendwie angeln. Ne, weil der Koch hat gesagt, also Bruder von meinem Cousin, mein anderer Cousin also, und der Koch sind aus Norwegen, sind also. Was? Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des Erlösenden. Die Oma, oder? Das ist die Oma. Im Leben wie im Tod. Oh ja, das ist die Oma. Im Leben wie im Tod. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch aus den Unendlichen, im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht, ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt.
Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät! Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie! Okay. Ja, alles klar. Und da haben wir wohl die vier Kinder. Ich nenne sie mal vorsichtig die vier apokalyptischen Reiter. Oben links, Haus Dimitrescu. Ja, genau, das Symbol. Dann haben wir Haus Beneviento. Haus Heisenberg, ja, auf dem sind wir schon getroffen. Und Haus Morio. Ach ja, nee, ist klar. Oma immer kryptisch. Ne? Die hat natürlich den Kellerverschlag hinter uns wieder zugemacht, ne? Wie es sich gehört. Okay, was soll denn da stehen? Das ist ein Schlüssel. Bügelter Schlüssel. Schön, alles klar. Ganz klassisch in der Mitte natürlich wieder Umbrella-Logo, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt halt einfach nur aufgrund der Bildgeometrie so ist, dass die Strahlen in diese Richtung gehen, aber es ist halt das Umbrella-Logo in der Mitte. Ja, das hast du ja unten und oben auch nochmal. Richtig. In klein. Genau. Also, ja, da fragt mich natürlich, wie kann ein Chemiekonzern, ja, ein Waffenhersteller irgendwie, der schon x-mal zerschlagen wurde irgendwie und für tot galt, im REU, jetzt hier schon wieder am Start sein. Ist das so ein Asbach-uralter Ableger von denen, dass die sagen, komm, wir machen mal eine Karpaten, machen wir mal eine Zweigstelle auf oder was? Oh. Wie geht der Schlüssel? Ja, das zeigt die lustige Geschichte, die zu Ende erzählt. Stimmt also, hier, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie alle drei ballern raus in den Fjord, gehen angeln, holen 100 Kilo Fisch rein, fahren wieder rein und stellen fest, dass keiner von ihnen Fisch isst. Aber wirklich alle. Gut. Also die haben es noch am Dock haben sie es noch losbekommen. Also der Fisch war jetzt nicht umsonst und auch nicht verschwendet in dem Sinne. Er ist abgenommen worden, aber ist natürlich eine Hausnummer. War irgendwie drei Kerle draußen und dann, ja, nimmst du mit? Nee, ich esse ja keinen Fisch. Nee. Und du, ich ohne. Na, ich ohne. Geile Nummer. Hammer. Haben sie dann wenigstens was für den Fisch noch bekommen irgendwie was? Oder haben sie einfach nur quasi verschenkt? Das weiß ich nicht. Aber geile Kiste. Ich frage mich eigentlich, wer da überall dahergeht und überall so gelbe Klebeband klebt. Und ich glaube, das ist die Säule. Ist das? Ach du Schande. Oh. Jawoll! Den letzten kriege ich nicht mehr. Wenn die mal wieder Tontaum schießen, der Zeremonienplatz. Ja, wir wollen mal gucken hier, wir brauchen ja ein paar Lies. Lies. Wo ist der andere hin? Da oben. Oben. Nein! Kommst du nicht hin? Scheiße. Ich komm nicht hin. Also, wir haben hier den Zeremonienplatz. Gestimmt, von dem Zeremonienplatz kommen wir doch wieder zurück ins Dorf. Dieses Symbol sieht vertraut aus. Ja, jetzt, man überlege sich mal, ne? Du hast halt dieses Schloss irgendwie, du hast halt diesen krassen Zeremonienplatz und dann hast du ein total verrotztes Dorf davor irgendwie. Wo du denkst, eigentlich sollte doch irgendwie ein bisschen der Prunk dieses Schlosses auch sich unten im Dorf widerspiegeln. Also jetzt nicht so drastisch irgendwie, ist schon klar. Und bin mir schon klar, natürlich, dass der Reichtum der oberen Klasse natürlich immer so auf den Schultern der Armen ruht. Aber der Kontrast ist ziemlich heftig, finde ich. Zwischen den total abgefuckten Häusern im Dorf und zum Beispiel halt dem Schloss und solchen Bauten hier, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, die
ich sag mal, die... Schere zwischen Arm und Reich ist hier sehr drastisch. Das wollte ich sagen, mal so die Schere. Anzudrücken. Richtig. Okay. Wisst ihr, was ich mir übrigens auch mal gefragt hatte, was ich blöderweise im Schloss nie ausprobiert habe, ist, wir haben ja diese ganzen Leichen hier mal gefunden. Ja. Kann ich das Seil einfach durchschießen? Dass die da so runterfallen? Na, du hast mit dem Messer auf eine Leiche mal eingeschlagen. Ja, das stimmt. Um halt so einen Loot-Effekt mal halt auszuchecken. Oh Gott, da jetzt lang. Also ich würde jetzt hier noch nicht lang, weil ich glaube, dass das der Hauptweg ist. Ich denke auch, ja. Sondern hier mal gucken, genau. Das ist noch ein kleines Versteck, super. Scharfschutzmunition. Oh. Da sitzen sie da oben, oder was? Komm mal oben, jetzt... Genau, den meinte ich nämlich. Er ist weg. Nice, du alter Sniper, du. Ah, so, dann haben wir die erstmal schon mal weg. Was haben wir hier? Da haben wir so eine Zugbrücke. Da unten ist auch noch was. Na, okay. Dann gehen wir erstmal den Weg hier lang. So, schauen wir mal erstmal, ob die da irgendwie auf dem Weg springen, irgendwie. Guck mal, da ist jemand. Headshot. Warte. Ah, oh, shit. Ich würde gern weiter nach links, aber komm ich nicht. Nur... Die wurden von Pfeilen erlegt. Das heißt, rechts oben könnte irgendwo ein Bogenschütze von denen sein. Hm. Und da wieder. Bam. Sauberer Schuss. Ja, ab und zu sind es Glückstreffer. Ich habe hier ein bisschen Angst vor den Pfeilen. Ne? Also... Kann ich hier runter? Nee, schade. Kann ich hier runter? Sollten wir vielleicht nicht irgendwie. Könnte kalt sein. So, Metallreste. So, hier hatten wir natürlich den... dankbar mit. Hatten wir hier nicht den einen erledigt? Ja. Oh. Bye-bye, Ziege. Bye-bye, Goat. Mit der habe ich nicht gerechnet in dieser Ecke. Aber, it's okay. Ah, nein. Verdammte Axt, ey. Mann. Hallo, raus? Achso. Vielleicht finden wir jetzt hier eins. Kann ja sein. Na, dann könnten wir auch zurückgehen und eventuell in den Boden steigen. Das stimmt. Ist das Chris? Ja, hab ich auch gerade kurz gedacht. Ist das Chris? Hallo? Nö, gibt auch flüssige Chemikalie. Ah. Ja, das war ich. Warte mal, da lag doch noch was, ne? Wo? Schau mal jetzt da, wenn du jetzt links neben dem Typen vorbeiläufst. Na, das war doch die, glaube ich, die flutige Chemikalie, oder nicht? Ah, okay, alles klar, gut. Na, warte mal, wir gehen mal ganz kurz hier in den anderen Raum. Du ja hier nichts verpasse. Oh. Was bist du denn hier? Geh weg, geh weg! Ah, gib ihm, Alter. Oh, Wiedersehen. Oh. Dachte, der steht nochmal auf. Leck mal Bitch ab. Also auf jeden Fall ist der Loot-Radius sehr gut, ne? Irgendwie, du musst jetzt nicht unbedingt zwangsläufig zu der Leiche hinlaufen, sondern er sagt schon 3 Meter, also mit 3 Meter Abstand, hoch, alles klar, hier ist was irgendwie. Ja, das ist auf jeden Fall super. Also du kannst auch das super früh aufnehmen, das ist... Und er zeigt dir natürlich so ein bisschen das Risiko, irgendwie Sachen halt zu übersehen, ne? Passt nicht zu diesem Schloss. Ach, wie na, warte mal. Wieder nicht drauf gedrückt. Nope. Wo ist der Dimitrescu? Wir probieren erstmal alle aus. Scheiße. Nee. 3 Schlüssel, keiner passt, das ist auch blöd. Aber es gibt doch kein. Gibt es den Hinweis, was für ein Schlüssel hier passen könnte? Kann ich draufschlagen? Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeichnung von Midsommar. Ja. Da hast du recht. Okay. Weiter, ne?
Oh, weiter geht's. Ach, echt, ja? Okay, ich dachte, wir müssten noch ein bisschen uns die Ruinen weiter angucken. Na, ich hoffe mal, dass wir... Ja, okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass wir auch wieder zurückkommen. Gott, was ist denn das hier für ein Altar, wollte ich gerade fragen, genau. Das ist der nächste Zeremonienplatz. Hier hat jeder seinen eigenen. Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sieh genau hin. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind Sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König, nicht wahr? Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold. Bitte was? Ja, ist abstrus, oder? Also, ich verstehe jetzt auch nicht, wie da der Kopf eines Babys reinpassen soll. Oder die Essenz dessen, oder vor allen Dingen sieht das Element auch sehr... Ah, schau mal, das hier ist diese komische Säule. Hier kommt das rein. Flakon. Das ist nicht euer Ernst. Also, mir war ja bewusst, dass die Story ein bisschen crazy ist. Was zum... Aber so crazy dachte ich jetzt nicht. Ja, also, abgedreht. Also, oder? Abgedreht einfach. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Aber gerne. Ja, bis jetzt haben wir auch nur Fetzen irgendwie, die wir jetzt irgendwie. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Naja. So, wir können ja erstmal wieder ein bisschen was verkaufen. Dann verkaufe ich jetzt die Sachen hier für 25.900 Euro. Leih. Genau. Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kurven. Also die Entwickler spielen aber auch förmlich damit, verstehst du? Also das ist jetzt, da muss man mal ganz klar sagen, es ist jetzt nicht nur ein Phänomen der Community oder halt quasi des Internets irgendwie, dass, ich sag mal, auf gewisse Attribute von Lady Dimitrescu irgendwie reagiert wurde. Nein, es wird sogar forciert vom Spiel. Ja? Das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. So, was haben wir denn hier alles Feines? Wir haben hier eine Wangenauflage. Wir haben ein Zielfernrohr. Langdistanz-Zielfernrohr. Oh, das ist was Feines, sag ich mal. Wir haben eine Blaupause von der Rohrbombe. Auch nicht schlecht. Ja. Also. Wenn ich seine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Ach, guck mal an, wir könnten jetzt hier... Nice. Hier können wir jetzt noch weiter. Da bin ich dafür. Ja, ich weiß, du bist immer für... Was war das jetzt? Für 9000? Auch wieder für 10%. Das ist schon, bei der ersten Dings war das mir schon diese eigentlich Hände zu teuer. Sind geschickter, als sie aber wir haben genug Kohle. Aussehen.
Na komm, hier würde ich dir mal die Attachments gönnen, die es da so gibt. Also sprich, das da. Das kommt. Ich hoffe, es wird dir nützen. Ui. Bin mal gespannt. Warte mal, wofür ist das? Reduzierte Verwackeln der Waffe beim Zielen. Ah, okay. Na gut. Ne? Auch 20. Ja, das ist für mich ganz gut. Das ist 20.000, die haben wir. Guck mal hier. Testen. Ah, gut. Ja, dabei würde ich es auch erstmal belassen. Dann lassen wir das so. Duke wird uns schon nicht abhanden kommen. Nee, danke für deine Treue. Danke für deine Treue. Oh ja, guck mal, du kannst einzoomen. Nee, kann ich nicht, oder? Ach so, alt. Oh Gott. Ah, okay. Das Schöne ist, er ist wirklich saustabil. Also er wankelt nicht mehr so hin und her. Ohne Luft anhalten. Ohne Luft anhalten, genau. Okay, ja, jetzt haben wir hier mehrere Wege. Wirf mal einen Blick auf die Karte. Können wir sehen, wie es weitergeht? Also, der Duke hat ja gerade gesagt, wir sollen ja Richtung, Roter Schornstein. Roter Schornstein. Das wäre ja dann irgendwie hier Richtung Haus. Ach komm, wir gehen mal erstmal kurz ins Dorf. Also, oder? Hier lang. Geflügelter Schlüssel. Ich meine, wir können ja alle Türen einfach öffnen, so ist ja nicht. Ja, eben. Ah, ich glaube hier. Kommen wir hier überhaupt weiter? Oh ja, kommen wir. Weil da ist nämlich... der rote Schornstein. Ach, hier sind wir direkt bei der... Ja, aber warte mal, dann können wir ja erstmal kurz... Warte mal. Und das hier zum Beispiel auch den Dietrich benutzen, ne? Genau. Da würde ich nämlich gerade mal gucken. Weil hier war doch das mit dem Dietrich. Snibbity Snap. Spannend, was war da hinten? Oh, Munition! 7 Stück, das ist schon mal gut. So. Können wir denn hier auch durch? Hier ist ja der Schornstein, also das heißt, wir müssen ja irgendwie auf dieses Grundstück. What? Von der anderen Seite verschlossen. Ach, guck mal hier, das Tor ist jetzt offen. Ah, das war nämlich ganz am Anfang mal zu. Richtig, das war zu. Hallo! Wollt mir mal 2 Eier leihen? Ei. Mal eine Tasse Mehl? Nix drinne? Ich nehme mal. Oh, diese fürchterlichen Lampen, ey. Ah, Munition. Oh, nimm mal gut. So, was haben wir hier noch? Leicht zu knacken. Ja, Dietrich haben wir nicht mehr. Ach, ein Webstuhl. Okay, okay. Ich höre doch hier was. Ich sage, ich höre doch hier irgendwas. Was war das? Hä? Okay, haben wir erstmal wieder zum Lasen. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, geh schon mal alleine zu Luisa. Vater. Okay. Loch im Stall. Ja, lass mich mal raten. Ich gehe mal davon aus, wir kommen jetzt hier wieder nicht raus. Oh doch, kommen wir. Da ist ein Schwein. Ein Schwein. Da habe ich mich erschrocken. Stimmt, wir sind hier langgelaufen mit den Ziegen. Und sind hier vorbei. Und da gab es da auch noch eine Tür. Mit dem für den schmiedeeisernen Schlüssel. Richtig. Stimmt. What the Scheiße hier? Was ist hier los? Hey, hinter uns. Irgendwie von der Seite gekommen sein. So, hier irgendwie. Schön. Irgendwie haben die Leute anscheinend wirklich einen argen Groll gegen Ziegen. Was?
Hallo? Hier scheint da irgendwo ein Wolf zu sein. Von der anderen Seite verschlossen. Wo bist du? Ich hab eine Shotgun, da steht dein Name drauf. Ist ja bestimmt da unten drin, oder? Erstmal hier entriegeln. Fluchtwege öffnen. Aber seid ihr nee, zahm? Das lasse ich erstmal da, so aus Sicherheitsgründen. Ich will erstmal mal kurz hier kurz schmulen. Dass hier noch was Feines gibt. Wie zum Beispiel auf dem Klo. Rostige Reste. Können wir eigentlich? Warte mal, das wollte ich schon noch mal ausprobieren. Nein, können wir nicht. Schade. Ah, okay. Dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Das ist quasi das Loch im Stall. Und ich denke, es war nicht dein Magen, der gerade knurrt. Wow! Okay. Ja, wie beschissen muss das eigentlich sein? Du bist ein Werwolf irgendwie, hast aber immer noch eine Halbglatze. Das ist doch scheiße. Das ist doch einfach unfair, Alter. Das ist doch einfach unfair. Das ist nicht fair. Ihn hat's auf den Top erwischt. Oh. Das ist auch super unfair. Habe ich hier gerade noch Hühner gehört? Ja. Stimmt, hinter dem Tor, was wir eröffnen könnten. Da waren ja auch... Traktor lag, was? Das kümmern sie, was? Aha. Da kann man bestimmt sich bewegen. Ja, aber wie? Ach, der Traktor ist hier okay. Das waren die ganzen... Hier waren wir schon. Stimmt, da hattest recht. Da hattest du recht. Okay. Kann ich hier eigentlich... Guck mal, wird aber nicht so schwer sein, einfach hier so drüber zu klettern, oder? Ja, man sollte meinen, ne? Irgendwie. Aber irgendwie... Nee. Gut, seine Hand ist abgehackt worden, irgendwie die andere fehlt zur Hälfte irgendwie. Wir wollen mal ähnlich mit ihm sein. Da würde ich ohne gerne über den Zaun klettern oder über Traktoren. Aber das Schöne ist ja, wie wir herausgefunden haben, wir brauchen ja anscheinend gegen solche Schlösser einfach gegenschlagen. Ja, das ist geil. Das ist geil. Verstehe ich zwar auch nicht, wie man so eine Schublade nicht aufmachen kann mit einem Messer, aber hey, das ist Sinn oder auch Unsinn im Resident Evil Universum. Okay. Ja. Alles voll. Boah, hier haben wir ein Zahlenrätsel. Aha. Mhm. Okay, wir brauchen also eine sechsstellige Ziffer. Okay. Gibt's hier außen auf dem Hof, bin ich der Meinung, habe ich eine Zahl stehen sehen. Irgendwie, wenn du jetzt links guckst, da. 07. 08. Okay, haben wir schon mal 4 von 6. Ja. Also anscheinend muss es ja dann auch in diesem Areal mal wieder zu finden sein. Es wäre fair. Es wäre fair von den Entwicklern. So, also 0708, das haben wir schon mal. Okay. Die waren jetzt aber auch wirklich sehr leicht zu finden. So. Ja, wahrscheinlich werden die letzten zwei Zahlen umso beschissener zu finden sein. Leider. Im Haus nochmal. Gib es ein Foto. Was denn? Look out the window. Ja, welches Window? Das da? Das da? Irgendwann das Einzige, was noch da ist. Das da, genau. Ah, da ist 04. Okay. Nein, okay, warte mal. 07, 04, 08. 07? Wie kommst du jetzt darauf? Sag ich dir gleich. 04? Ja. 08. Okay. Oh. 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 Nice. Schön. Nachdem wir gerade so viel Geld investiert haben. Scheiße. Die Wagenheberkurbel. Okay, jetzt gehen wir nochmal kurz zum Fenster und schauen mal raus und genau, so. 07, 04, 08. Coole Nummer. Haben sie schön gemacht. Ja, da kommen wir erstmal drauf. Ja.
Ja, super, jetzt haben wir so eine. Macht doch nichts. Irgendwie. Ich meine, wir werden bestimmt noch genug Kohle finden, so ist nicht, um die dann eben halt auch aufzumöppeln. Die ja. andere Waffe von Haus aus hat mehr Power. Ja. Gibt's doch den hier? Kannst noch einzoomen, genau so. Wo ist er runter? Du willst es doch nur richtig sehen. Okay, warte. Für dich, mein Freund. Zieh erst mal ein Brett zu. Schön gelöst, Benny. Schön die Situation gelöst. Schön geklärt. Da. Hat mir gut gefallen. Was war das denn? War die gerade Gesundheit? Ja, nee, glaube ich. Kann ich jetzt mit der Kurbel eigentlich hier das Ding hier? Wagenheberkurbel. Damit könnten wir bei dem Traktor das Ding bewegen, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Oh, da wird er jetzt nicht drunter durchkrauchen, Alter. Gefrorener Boden, ey. Nie. Also im Regelfall würde ich jetzt hier normalerweise gar nicht drunter herkriechen. Genau deswegen. Jetzt ist so ein Oller Wolf auf dem Ding drauf. Nö. Hätte ich jetzt schon. Hat mich jetzt gar nicht, genau. Hier für 7 nochmal. Hinterm Traktor ist auch noch einer. Ah. Oh, nice. Warte, da hab ich gerade noch was gehört. Von hinter mir, oder? Von behind? Nö. Von beyond. Achso, okay. Jetzt, yes, the goat. Ja, wir haben auf dem Dach. Oh shit. Okay. Nochmal ein paar Lies mitgenommen. Lies. Ja, und hier war doch auch, genau, hier hast du deine Bananen gesehen. Die Maisbananen. Oh. 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 Wer bist denn hier, Alter? Nein. Oh, das war scheiße. Warte mal ganz kurz, nochmal kurz nachladen. Gehst du weg? Aber auch er kann dir keinen Widerstand bieten. Perfekter kristalliner Schädel. Na, der wird doch hoffentlich was wert sein. Okay. Also, dann ist ja der nächste Step, wenn wir hier gleich dieses Tor geöffnet haben, zum Duke zu gehen, um mal Sachen zu verkaufen. Damit wir nämlich die andere Pistole aufmöppeln. So, hier gibt es wieder eine wunderbare Leiter. Was gibt's hier? Ja, voll, eine Brunnenkurbel! Nice. Oh, jetzt ist die Frage, gehen wir zuerst zum Duke oder? Ich finde, wir sind hier schon in einer guten Ecke. Warte mal, stopp, noch nicht hoch. Dreh dich mal bitte um, guck mal noch mal kurz in den Schuppen hinter uns. Okay. Oh, ein Schlitten. Tor! Lass uns ein bisschen Schlitten fahren. Ein bisschen rudeln. So, hier würde sich jetzt ganz gut machen. Das Schneiber. Wolf. Achso, wir sollen ja hier eigentlich, wir sollen ja da hin eigentlich. Genau. Aha, okay. Okay. Okay, also ich habe jetzt hier gerade einen Mega-Freeze gerade. Okay. Ich bleib mal so. Also jetzt alles wieder gut, jetzt nur gerade, wo du über den Zenit des Dachs gelaufen bist. Oh, okay. Also hier geht's auf jeden Fall ins Haus rein. Nach da oben werden wir nicht kommen, obwohl der Kantenmaler da oben ein paar Kanten gemalt hat. Wobei, wir können ja mal an dem gucken hier. Können wir hier hochspringen? Nee. Auf geht's, Enzio. I see a shadow. Ah ja, und ich höre ein bisschen was
Wolf. Hallo, Mister? Das ist doch nicht okay gewesen, Mensch. Ich wollte mit dem quatschen. Mann. Muss ich auch jetzt nehmen? War nicht die Person, die wir treffen sollten. Nicht? So nicht. Okay. Finden wir hier noch was? Oh, warte, was haben wir denn hier? Hälfte? Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Aha. Aha. Okay, muss man auch erstmal wissen. Und da ist noch ein Stück Schlüssel drin. Der sieht ganz schön kaputt aus. Mit dem geflügelten... Der geflügelte Schlüssel? Ich soll das zurück zum Duke. Den Duce. Duke aufsuchen. Nee, vorher lesen wir uns hier erstmal noch was durch. 1. Februar. Habe Mutter Miranda 2 Ziegen geopfert. Na, ist ja toll. 3. Februar. Habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu. 8. Februar. Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische, danke, Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten 4 Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der 4 einen Teil des Kristalls in einer Art Fläschchen und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist das Kind? Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, unsere Tochter wurde in 4 Teile... Flaschen gepackt, ja. In Kristalle. Geil. Mir ist gestern mal noch eine Idee gekommen. Ja. Wer eventuell Mutter Miranda sein könnte. Und zwar das kleine Mädchen aus der Geschichte. Von der Vorgeschichte von diesem, ja. Shadow-Dingens? Genau, Valley of Shadows.